So, und damit herzlich willkommen hier zu dem Livestream. Ich denke mal, dass alles funktionieren sollte. Ich muss mir hier alles nochmal öffnen. Livestream habe ich lange nicht mehr gemacht. Kriegen wir hin. So. Der Joey schreibt, schon zu spät kommen zum Stream, 10 von 10 und am Anfang gemutet sein und es nicht zu merken, 11 von 10. Ich hoffe, dass ich nicht gemutet bin, ich habe nämlich extra nochmal drauf geachtet. Also, müsste funktionieren und deswegen, ja, perfekt. Es gibt eine kleine Verzögerung zwischen der Kamera und dem Mikrofon, das habe ich immer noch nicht fixen können. Tut mir leid, aber man sieht mich immerhin. Ich habe eine geile Kamera hier und das richtig häselige Shirt an. Könne erst Link in der Videobeschreibung oder rechts oben beim i mal abchecken. Oh, meine Hand ist hier außerhalb. Krass. Okay, Leute, ich heiße euch herzlich willkommen hier zu meinem ersten Stream in 2020, beziehungsweise zu meinem ersten Video in 2020. Ich habe tatsächlich noch kein einziges Video online gebracht. Das ist hier das allererste. Und ich freue mich wie Schnitzel drauf. Ohne Spaß. Ich freue mich mega drauf, ich bin echt so gespannt, was dieses Jahr alles mit sich bringt. Also ich habe ganz, ganz viel vor, ich habe ganz, ganz viel geplant und ich weiß nicht, also es wird langsam jetzt alles starten. Ich hatte bisher jetzt in den ersten zwei Wochen Prüfungsstress, deswegen kam noch kein richtiges Video, aber ja, das wird sich demnächst ändern. Morgen kommt nämlich das erste Video raus. Und jetzt vor dem ersten Video kommt noch dieser Livestream. Heute in diesem Livestream wird man keine Musik hören. Denn ich habe irgendwie bei meinen Livestreams immer das Pech gehabt, dass die immer gesperrt wurden im Nachhinein, weil die Musik immer gesperrt wurde. Und ich habe jetzt vor dem Livestream nochmal geguckt, welche Musik ich denn benutzen kann, die nicht gesperrt wird, und bin einfach nicht fündig geworden. Und deswegen gibt es hier in diesem Livestream leider keine Musik. Außer jemand spendet, das könnt ihr natürlich auch gerne machen, irgendwie zweiter Link in der Videobeschreibung oder so, könnt ihr gerne was spenden hier für meine Haare. Arbeit steht auf der anderen Seite da drüben. Da würde ich mich absolut drüber freuen und dann hört ihr auch Musik für kurze Zeit. ich bin gespannt, was das hier wird. Michael, spielst du toll? Gegrüßt wird am Ende, würde ich einfach mal sagen. Wir werden heute übrigens nicht so lange streamen, da ich die Streams jetzt immer als Video quasi auch bringen möchte. Also an alle, die hier gerade diesen Stream nachträglich als Video gucken, Grüße gehen raus an euch. Herzlich willkommen auch hier an dieser Stelle. Und ja, ich möchte das immer jetzt so machen, dass diese Streams quasi auch als Video dann im Endeffekt kommen sollen. Und ja, dementsprechend weiß ich nicht, was ich mehr sagen wollte. Egal. Keine Ahnung. Das wird auf jeden Fall die nächsten Tage dann wieder online kommen als Video. Vielleicht zwei. Ach, dementsprechend ist dieser Stream nicht so lang. Genau. Das wollte ich sagen. Der Stream wird nicht so lang dauern, weil ich das eben als Video bringen will und ich kann kein 8-Stunden-Video machen. Also wir werden ungefähr bis 18.30 Uhr live streamen. So. Einer macht hier schon diesen Smiley mit Geldsymbol rein. Ja, dass ich das als Video bringe, das hat einfach nur den Grund, dass ich sage, ich habe nicht so viel Zeit. Ja, ich habe Abitur, ich will nebenbei noch Sport machen und dies und jenes und ich habe nicht so viel Zeit für meine Videos. Ich muss mal mein Trinken von hier hinten holen. Warte mal, jetzt sieht man mich gar nicht mehr auf der Karte. Mein Trinken ist aber wieder durchsichtig. Hilfe, ich stelle mir das mal hier rüber, aber das ist das, was ich eigentlich wollte. Jetzt habe ich einfach zwei Sachen. Auf jeden Fall habe ich nicht so viel Zeit, um meine Videos quasi alle zu bringen. Trainerkarriere hier, Trainerkarriere da, Trainerkarriere, dann Torwartkarriere, PES, dies, jenes, ich habe keine Ahnung, Football Manager und dies und jenes. Es ist nicht so viel Zeit allgemein und deswegen werde ich in Zukunft die Streams auch immer quasi als Videos bringen. Dann haben wir wieder ganz normal ordentlich Videos. Und deswegen starten wir direkt rein.
Also an alle, die jetzt da sind, grüß Gott zu meinem ersten Stream. Bis 18:30, das sind zwei Spiele, WTF, lol, nee, es sind keine zwei Spiele, es sind schon ein bisschen länger. Aber wir schauen mal, ich habe schon noch ein bisschen länger Zeit. Aber wie gesagt, mit dem Bedacht, dass ich das auch als Video bringen will, müssen wir da mal ein bisschen gucken. So. Dann auf meinem Handy nochmal überprüfen. Okay, jetzt können wir loslegen. Ihr könnt alle meinem Pro Club Verein beitreten. Und zwar ist das der FC Mike Army, ja. Ihr müsst dafür einfach am besten mir eine Freundschaftsanfrage schicken. Mein PSN-Namen seht ihr hier, Mike56302. Und oder ihr schickt hier eine Freundschaftsanfrage an ihn hier, weil er ist Manager von diesem Verein. Ja, danke nochmal, Michael, hier an der Stelle. Und ihr schickt einfach eine Freundschaftsanfrage an einen von uns raus. Und dann müsst ihr quasi einen Verein von den Freunden suchen und könnt dann da beitreten. So, Statistiken, ja. Sehr interessant. Also ich spiele ja fast kein Pro Club, aber ich finde es eigentlich ganz cool. 87 hier, kann man machen. Schauen wir mal rein. Ich bin gespannt. Ihr könnt, wie gesagt, alle mitmachen und für die Leute, die jetzt gerade nur also nachher angucken den Livestream, Relive quasi, der kann eben. Ihr könnt eben beim nächsten Mal mitmachen. Also unbedingt mal vorbeischauen, wann ich immer streame. Einfach auf Instagram mir folgen. Da poste ich das eigentlich immer ein paar Stunden vorher. Ich soll mal auf Viereck drücken. Was passiert denn dann? Anzeige ändern. Ah, okay. Dann sehen wir hier gleich die ganzen Statistiken. Ja, viel Spaß hier. Könnt ihr mal angucken. Aber das ist bei mir auch gar nicht so schlecht. Also für 4 Spiele, 4 Tore, 3 Vorlagen, 7 Scorerpunkte kann man schon machen. Das ist halt natürlich absolut RIP, aber okay. Alter, WTF, keine Ahnung, was das für eine Statistik ist. Genau, also, ihr könnt. Ah, scheiße, das habe ich wieder vergessen. Ich bin so ein Horst. Okay, passt auf mal, Leute. Okay, ich habe mal was anzukündigen. Also, der liebe Michael, der Ace King Mr. Rice Man hier, der krasse Typ. Ihr könnt ihm eine Freundschaftsanfrage jetzt schicken. Dann könnt ihr durch ihn in diesen Pro Club mit reinkommen. Könnt aber auch in die Party kommen, um dann quasi unter den Zuschauern untereinander zu reden. Ja, weil die Zuschauer, also einige Zuschauer, ein paar, die machen untereinander einfach ein paar Matches manchmal und spielen eben Pro Club auch ohne einen Livestream, ja. Und ihr könnt unbedingt da mal an Michael eine Freundschaftsanfrage schicken, weil dann könnt ihr da quasi mitmachen. Es gibt sogar eine WhatsApp-Gruppe zu diesem Pro Club Zuschauer-Community-Zeugs. Da könnt ihr auch beitreten, falls ihr da wollt, in diese WhatsApp-Gruppe. Und da gibt's dann ab und zu mal Termine, wo sich einfach ein paar Leute treffen und dann ein bisschen hier Pro Club spielen, um diesen Verein FC Mike Army ein bisschen voranzubringen. Und das finde ich ziemlich, ziemlich cool. Geh mal weiter nach rechts. Kommt da noch was? Lol, da kommt echt noch viel. Was kann man denn hier alles sehen? Wok-Tok. Was ist denn Wok-Tok? Ich kenne mich hier null aus. S-Prozent. P-Prozent. What the fuck? Ich weiß nicht. Ah, das steht ja sogar oben. Verteidiger ohne Gegentor, Torwart ohne Gegentor, Schüsse aufs Tor. Oh, 44% bin ich ja richtig gut. Pässe gesamt, Alter, 4.150 Pässe. Erfolgreiche Pässe, Zweikämpfe gesamt. Ah, ich habe einen Zweikampf geführt in den ganzen Spielen, das ist auf jeden Fall auch gut. Ja, kann man auf jeden Fall machen. Also, falls ihr da Bock habt, könnt ihr da gerne beitreten. Genau, der Michael hat es nämlich schon in den Chat geschrieben. Hier haben wir den Link zu der WhatsApp-Gruppe.
Und wenn ihr auf den Link drauf drückt, der ist gerade im Chat aufgetaucht, dann könnt ihr der WhatsApp-Gruppe beitreten und da könnt ihr dann eben immer diese Pro-Club-Sachen ausmachen. Und no joke, ich bin demnächst auch in dieser WhatsApp-Gruppe drin. Noch aktuell noch nicht, aber ich werde die Tage auch in diese WhatsApp-Gruppe reingehen. Also das nur, dass ihr Bescheid wisst. Da könnt ihr, wie gesagt, auch gerne beitreten und dann können wir da Pro-Club-Sachen mal ausmachen und was weiß ich. Wäre auf jeden Fall ganz cool. So, wir starten jetzt rein ins erste Spiel und ich habe gesagt, heute werden wir auch ein bisschen Challenges machen. Das heißt, wir machen, ja, es gibt heute leider nur Kopfbälle und Volleys Challenge, aber wir werden ein, zwei Spiele Kopfbälle und Volleys Challenge machen und wenn wir dann noch ein bisschen Zeit haben, dann vielleicht noch ein, zwei normale Saisonspiele einfach machen. Wie gesagt, falls ihr Bock habt mitzuspielen, einfach FC Mike Army beitreten. Dazu müsst ihr mir oder dem Michael, also mir, warte mal, es lädt ewig, hier bei Mike56302, das bin ich, einfach eine Freundschaftsanfrage senden oder hier dem Ace King Mr. Rice. Und wenn ihr einen von dem Freundschaftsanfrage schickt, dann könnt ihr quasi den Verein unter Freunden suchen und dann könnt ihr unserem Verein beitreten. Und wenn ihr ihm hier, dem Michael, eine Freundschaftsanfrage schickt, könnt ihr auch mit in die Party und dann zusammen ein bisschen schnacken. So, jetzt fangen wir aber an, es reicht komplett hier. Kopfbälle Volleys, können wir jetzt hier einfach drauf drücken? Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert, ich habe es auch noch nie getestet. Wie kann ich denn hier das Turnier starten? Geht das? Oder hat es schon angefangen und ich kann erst beim nächsten hier... Wie funktioniert das denn? Leute, helft mir mal. Ah, Hilfe. Also wie kann ich jetzt hier so ein Hausregeln-Zeug spielen? Komm rein, wir wissen, wie es startet. Okay, ja, dann machen wir es immer so. Ah, okay, hier noch ein paar Ergebnisse. Lol, wo bin ich denn jetzt? Pro Clubs Daten, ich habe auf Daten gedacht. Was mache ich denn? Ich bin so doof. Ich habe ja auf laufende Saison gedrückt, ich dulli und hier. Okay, dann hier rein. Die Trikots haben auch übrigens die beiden, die das organisieren, Joey und Michael, haben die erstellt. Finde ich auch extrem nice. Ich muss mal kurz gucken. So, okay, ich schreibe es noch ein paar Mal rein. Also hier, Leute, könnt ihr im Chat auf diesen Link klicken und dieser Gruppe beitreten, WhatsApp-Gruppe. Da bin ich demnächst auch drin, aktuell noch nicht, aber demnächst. Und da könnt ihr wunderbar ein paar Pro-Club-Sachen ausmachen. So, von mir aus könnt ihr das erste Spiel schon starten. Wir machen jetzt Kopfbälle-Volleys. Ich glaube, eine andere Challenge kann man nicht machen. Falls schon, dann gut. Wenn nicht, dann machen wir nur Kopfbälle und Volleys. Ach, jetzt habt ihr mir den Kapitän gegeben, ne? Hilfe. Nee, habe ich nicht. Ich habe keinen Kapitän. Warum habe ich so... Egal. Starte einfach. Kannst einfach starten. Ist mir egal. Ich brauche keinen Kapitän. Ja, ja. Starte, starte, starte. So. Diesen Link. Habe ich den Link jetzt noch? Ja, ne. Den muss ich mal in die Videobeschreibung packen. Aber ihr habt den ja auch im Chat. So, jetzt ist er auch in der Videobeschreibung, Pro Club WhatsApp-Gruppe.
Und wie gesagt, ich werde auch bald in dieser WhatsApp-Gruppe mit dabei sein. Ich bedanke mich bei aktuell 19 Zuschauern für die ersten 15 Minuten, die ihr mitgeguckt habt. Und wie gesagt, auch alle, die jetzt nachträglich zuschauen. Und ihr könnt, wie gesagt, gerne mitmachen. Für alle, die gerade neu einschalten, einfach meinem Verein beitreten, FC Mike Army. Und dann könnt ihr mitmachen. Und falls ihr gerade nachträglich schaut, dann einfach, wie gesagt, bei Instagram mir folgen und dann werde ich das schon wieder ankündigen, wenn ich mal wieder streame und dann könnt ihr mir dann dementsprechend eine Anfrage schicken und dann mitmachen. Okay, es ist ein bisschen laut. Ihr müsst mir unbedingt reinschreiben, wie ihr den Spielsound findet. Ich muss es, also für mich muss ich es ein bisschen leiser machen. Ihr könnt mir das reinschreiben, ob der Spielsound laut genug ist oder zu laut. Und ja, ich bin gespannt. Ah, schade. Ah, er ist drin! Jawohl! Perfekt! Bestes Tor ever, direkt am Anfang. Oh, meine Kamera laggt ein bisschen, sehe ich gerade, oder? Upsi. Meine Kamera laggt. Muss man gleich mal neu starten. Scheiße. Das ist gar nicht geil, dass meine Kamera laggt. Aber sie laggt gerade mega. Hilfe, Alter. Scheiße, ich kann das jetzt nicht so einfach ändern. Da müsste mal kurz Pause sein. Fuck, Alter, was ist das? Warum laggt die? Das ist ja doof. Er wollte mir da übrigens das Tor gönnen. Er wollte zweimal einen Querpass spielen. Danke für diese Ehrenaktion. Finde ich auf jeden Fall nice. Nicer Schuss. Perfekt. warum leckt meine Kamera? Ich mache die mal kurz aus, weil sonst ist es Augenkrebs für euch. Ich mache die, sobald ich wieder eine Pause habe, probiere ich die mal neu zu starten. Und mache die nochmal an. Ich habe absolut nichts vorher getestet, wie man sieht. Schade, war nicht schlecht. Ich kann es euch nicht sagen. Ich gucke gerade die ganze Zeit nebenbei, aber ich kann es euch nicht sagen, woran das liegt. Echt nicht. Ah, fuck. Oh ja, das sieht wieder gut aus und das ist abseits. Scheiße. Aber gut gemacht. Führen ja auch schon mit 1-0, was ich echt geil finde. Oh, was für ein schwacher Schuss. Für einen Krampf, ey. So, und lauter Mann, ey. Durch lauter Kamera habe ich jetzt gar nicht gecheckt, dass der Spielsound zu laut ist. Oh, ein Tor. 2-0. Mann, ich bin wieder so professionell unterwegs gerade. So, ich hoffe, der Spielsound ist jetzt nicht zu leise. Schreibt mir bitte rein, ob er jetzt passt oder ob er jetzt zu leise ist. Ich hoffe, dass er jetzt echt nicht zu leise ist. Bitte reinschreiben. Nee, ich krieg das nicht hin mit der Kamera. So, ich muss irgendwas machen. Hilfe, dieser Stream, was ist das denn jetzt wieder? Typisch Mike, richtig professionell. Ja, eigentlich probiere ich das immer so professionell wie möglich zu machen. Aber das ist echt komisch gerade. Ja, wir lassen es jetzt mal ohne Kamera. Ich will jetzt das Spiel weiterspielen, anständig. Lol. Lol. Ecke.
Ist der Spielsound immer noch zu laut, oder was? Ich kann mich nicht lauter machen. Ich kann entweder den Spielsound leiser machen. Ich kann entweder den Spielsound leiser machen oder gar nicht. Mann, das nervt mich. So eine Scheiße hier. Finde den Verein nicht, schreibt er. Ja, dann musst du einfach mir eine Freundschaftsanfrage schicken. Bei der PSN einfach. Mike56302. Und wenn du das gemacht hast, dann kannst du einfach beim Verein von Freunden suchen. Ja, okay, hat er jetzt gut gemacht. Game Sound ist jetzt zu leise, sagt der eine. Ihr müsst mir aber wirklich Bescheid sagen, also ich will es schon gut haben, ja. Egal wie oft ich das ändere, das ist mir eigentlich egal. So, Game Sound habe ich jetzt wieder ein bisschen lauter gemacht. Bitte mal reinschreiben, ob es jetzt passt oder wieder zu laut ist oder wieder zu leise. Ich will es perfekt haben. So, der Torwart passt, schreiben die meisten, okay. Dann verlasse ich mich auf euch, finde ich gut so. Dann muss ich nochmal hier, so perfekt. Jetzt muss ich das nur mit der Kamera in der Pause oder nach dem Spiel noch irgendwie hinkriegen und dann passt der Hase. So, komm jetzt auch, perfekt. Also wie gesagt, ihr könnt gerne mitmachen. Oh, jetzt ist meine Chance da. Auf das Tor. Jawohl, es ist abseits. Yes, nice. Fuck, ey, darauf habe ich null geachtet. Scheiße. Aber ich habe ihn reingemacht. Mann, ey, das wäre so geil. Ich brauche gute Statistiken. Nein, die Statistiken sind mir komplett egal. Oh, das Tor ist leer. Man merkt schon, die Gegner haben schon wieder irgendwie gar keine Lust mehr. Bisschen schade. Und beim Joey ist es kein Wunder, dass der... Bei Joe... Oh, Pfosten! Jetzt nochmal Pfosten! Bei Joey ist es kein Wunder, dass der so eine Statistik hat. Der spielt ja nie ab. Der Torwart rennt komplett raus. Nice. Perfekt. Also die Gegner haben schon keinen Bock mehr, das finde ich ein bisschen nervig. Aber, ja. Ah, jetzt raff ich's erst. Das ist ja hier Kopfbälle und Volleys, ich Idiot. Und die Leute schreiben es mir gerade auch rein. Deswegen hat mein Tor nicht gezählt, weil ich dachte schon ab... Es war doch kein Abseits, aber es zählt ja Kopfbälle und Volleys nur. Ja, nice, der Bot hat ihn einfach reingemacht, obwohl ich gerade Flanke gefordert habe. Scheiße, deswegen. Ich bin so doof. Es zählen ja nur Kopfbälle und Volleys. Stimmelt, ey. Ja, Mann. Upsi, ja, dann habe ich aber ein reguläres Tor gemacht, habe ich gewusst. So, ich probiere mal die Kamera neu zu starten. Ich weiß aber echt nicht, ob es das jetzt bringt. Wenn nicht, müssen wir wie in alten Zeiten ohne Kamera einfach live streamen. Ich habe früher nie mit Kamera live gestreamt. Dann habe ich irgendeine Lösung gefunden und jetzt funktioniert die Lösung wieder nicht. Ah doch, jetzt funktioniert's. Neustarten hat's also gebracht. Wir sind wieder da, Kamera ist am Start. Ich habe richtig viel Spaß gehabt und die zweite Hälfte geht los. Ich heiße Mike56302. M-I-K-E, Mike56302. Bei PSN. Und dann einfach mir eine Freundschaftsanfrage schicken.
Und dann den Verein von Freunden suchen und dann müsste FC Mike Army auftauchen, dann könnt ihr da beitreten. Der Verein ist eigentlich auf öffentlich gestellt, aber irgendwie kann man den so schlecht finden. Das ist, FIFA ist einfach behindert, sagen wir es einfach so. Das kann man auch nicht anders sagen. So, und jetzt starten wir dann wieder richtig rein. Warte mal, leckt die Kamera jetzt schon wieder? Nee, nur jetzt manchmal ja, manchmal nein. Das ist ganz komisch. Also irgendwie läuft wieder alles perfekt. Hä? Als ob das abseits war. Willst du mich verarschen? Ja, Leute, wenn ich in Zukunft öfter streamen will, muss ich meine Technik hier auf jeden Fall noch ein bisschen anpassen. Weil so wie das heute funktioniert, ist schon mal richtig geil. Ich habe bisher echt selten gestreamt und deswegen ist das ein bisschen unpraktisch. Nice, der köpft ihn einfach erstmal weg. Aber immerhin führen wir ja dann schon 2-0 Kopfball und Volleys und wir haben trotzdem 2 Tore. Ich war so beschäftigt mit meiner Kamera, die aktuell immer noch laggt. Das muss an OBS liegen, was gerade die Lags. Die müssen an OBS liegen einfach. Von der Kamera. Weil die Kamera an sich laggt nicht. Wenn ich hier so bewege, laggt bei mir gar nichts. Lol. Komm schon. Fuck. So, mal jetzt laggt sie auch wieder nicht. Aber sobald... Ja genau, das muss daran liegen. Komm jetzt. Ah, warum macht er keinen Volley? Das ist so nervig, dass FIFA dann manchmal nicht das macht, was man will. Sobald das Gameplay losgeht, also FIFA, laggt meine Kamera. Also da muss OBS, hat gerade Schwierigkeiten, das zu verarbeiten, glaube ich einfach. So eine Scheiße. Ich mach die Kamera aus, Leute. Das nervt doch einfach nur. Da kriegt ihr nur Augenkrebs. Ich blende die nachher wieder ein, wenn ich nicht mehr zock. Machen wir es einfach so. Ich blende die einfach immer ein, wenn ich nicht mehr zock. Ich habe gesehen, der Nick ist hier am Start. Wenn du noch da bist und nicht schon weggegangen bist, wegen meiner geilen Quali gerade, dann sei herzlich gegrüßt. Freut mich, dass du mal wieder vorbeischaust. Hast mir eine Freundschaftsanfrage gesendet? Perfekt. Ich nehme die gleich alle an nach diesem Spiel. Kein Stress. Nach diesem Spiel nehme ich die alle an. Komm jetzt. Ah, das hätte gut werden können. Okay, Kopfball und Volleys ist echt richtig ranzig einfach. Wer sich diese Challenge ausgedacht hat, verstehe ich sowieso nicht. Zählt das nicht? Schade. Ich habe gedacht, ich probiere es mal aus. Komm, jetzt eine gute Flanke. Ich hasse Kopfball und Volleys eigentlich. Warum ist genau heute, wenn ich so einen Stream mache, Kopfball und Volleys dran? Hä? Warum genau jetzt? Ist doch so ein Scheiß. Also ihr könnt ja theoretisch voll nach vorne schießen, weil wir ja alle im Abseits da stehen. Was ja kein Abseits ist, weil der eine Typ da voll weit rausgeht. Oh, schade, jetzt der Bot. Jawohl. 3-0, damit ist es entschieden. Schade, dass meiner nicht reingegangen ist. Passiert. Gegrüßt wird am Ende, machen wir aber bald, weil wir heute nicht so lang streamen. Also ist bald Ende.
Alter, die machen so dumme Taktiken, ne? Das ist so nervig. Dass da immer mit dem Spieler nach hinten geht und so. Es bringt halt auch nichts. Wir führen trotzdem 3-0. Finde es gut, dass wir das erste Spiel gewinnen. Nur mal so eine Frage an meine Community daraus oder an alle, die das hier gerade, die sich besser auskennen. Ist das so, dass wir nur diese Challenge jetzt gerade aktuell spielen können? Ja, ne? Wir können jetzt können wir quasi nur Kopfbälle und Volleys machen, denke ich. Mann, so ein Affe, Alter! Ja, nice. Die haben richtig viel Spaß. So, das mit der Kamera kann ich euch auch gleich nochmal zeigen. Also seht ihr, jetzt sobald das Spiel anfängt, ruckelt die. Und jetzt, sobald das Spiel quasi pausiert, wenn es denn pausieren würde, läuft die einwandfrei. Es pausiert aber nicht das Spiel. Also liegt das an OBS, weil OBS so viel Informationen von FIFA und von meiner Kamera gerade aktuell, fragt mich nicht warum, nicht verarbeiten kann. Ja, jawohl! Endlich habe ich mein Tor auch. Leute, Dankeschön. Ihr habt mir die ganze Zeit mein Tor schenken wollen. Jetzt habe ich es bekommen. Danke, danke, danke. So. An der Spitze, ja genau. So, seht ihr, jetzt ist das Spiel aus und jetzt leckt meine Kamera absolut nicht mehr. Ich kann egal was immer machen, die leckt nicht. Das liegt irgendwie an OBS gerade. Es tut mir echt leid. So, wir beenden auf jeden Fall. Wenn wir nur die Challenge spielen können, dann spielen wir die sicherlich jetzt nicht weiter, weil die nervt mich, die Challenge. Kopfball und Volleys ist echt nervig. Dann, also wenn wir nur Kopfball und Volleys aktuell spielen können, und ich glaube, dass es so ist, dann schreibt mir das bitte rein und dann machen wir normale Spiele einfach. Weil das ist ja echt ranzig. So, ich nehme jetzt hier die Anfragen an, falls da viele gekommen sind. Da ist nur eine gekommen. Ladet. So, perfekt. Und, oh, wir haben hier 5 Spielerentwicklungspunkte. Das ist krass natürlich. Ja, müssen wir natürlich hier den Stürmer trainieren, das ist ganz klar. Was machen wir denn hier? Was habe ich denn? Dribbling habe ich schon ein bisschen. Schießen können wir noch einfach mal ein bisschen machen. Schusskraft. Weitschüsse und Schusskraft. Abschluss und Abschluss. Perfekt. Darauf kommt dann. So, jetzt haben wir sogar eine 82. Sehr schön. Okay, dann gehen wir einfach mal rein. Also wir warten jetzt noch kurz. Wie gesagt, für alle, die jetzt neu am Start sind, einfach mir eine Freundschaftsanfrage schicken. Hier ist mein PSN-Name, Mike56302. Und dann könnt ihr mir eine Freundschaftsanfrage schicken. Ich nehme die gleich an. Und dann könnt ihr den Verein von Freunden suchen und müsstet den Verein dann finden. Falls ihr meine Freundschaftsanfrage bekommen habt, müsst ihr FIFA nochmal neu starten. Vorher zeigt er das dann trotzdem nicht an. So. Ich warte noch ungefähr 1-2 Minuten und dann könnten wir theoretisch wieder starten. Der Joey ist Kapitän und Joey, ich gebe dir das Wort. Um 40 fängst du an und suchst eine normale Partie, bitte. Nicht Kopfbälle und Volleys. Eine normale Partie, Joey. Dankeschön. Weil oben steht wieder Kopfbälle und Volleys. Aber normal bitte, wenn es geht. Danke. Perfekt. Er hat schon geändert. So. Gucke ich nochmal rein. Liga, ja, genau, Liga. Freundschaftsanfrage ist jetzt nichts mehr, das war die von vorhin, ne? Ja. Ja, genau, an alle, die mitmachen wollen, können auch einfach hier dem
Michael einfach eine Freundschaftsanfrage schicken, dann lädt er euch auch in die Party ein, dann könnt ihr auch noch ein bisschen mit quatschen. Und das wäre noch richtig geil. Oder in die WhatsApp-Gruppe. Gruppe. Das wäre auch geil. So. Es ist 40. Ganz starten, ja. So, wo ist. Ach ja, hier. Tada, tada, tada. Ich hab's mir alles rübergestellt. Meine Milliarden Flaschen, die alle unsichtbar sind. So, dann schauen wir mal rein, was das jetzt gibt. Ligaspiel. Ob wir da auch so gut abschneiden. Also ein 3-0 ist ja schon nice gewesen. Der Rest war ja alles Eigentore, habe ich so das Gefühl gehabt. Aber sonst war das Spiel eigentlich ganz gut. Und ich habe auch ein Tor bekommen. Alter, was haben die denn für Trikots? So Sternen und Zeugs. So, jetzt gucken wir mal. Meine Kamera fängt jetzt wahrscheinlich wieder an zu laggen. Ja. Siehst du, sobald FIFA hier Gameplay am Start ist, laggt meine Kamera. Warum? Hallo? Lag, lag. Ja, siehst du? Wenn's Blackscreen ist, perfekt. Kein Blackscreen mehr. Lags. Lol, was ist das für ein Rasen? Jo, die Kamera laggt. Also, das nervt mich einfach nur noch. Ich schalte hier einfach aus. Wie gesagt, während des Spiels mache ich die jetzt immer aus. Nice, 1-0 für die Gegner. So habe ich mir das vorgestellt. Ja, Liga ist halt irgendwie noch mal was anderes. So, aber irgendwie, das ist voll der komische Rasen. Also entweder sind die Texturen kaputt oder das ist so gewollt. Aber wenn es so gewollt ist, ist es auf jeden Fall sehr, sehr komisch. Alter, gegen welche Typen spielen wir hier? Der hat Milliardenmal mehr Pace als wir. So, wir müssen natürlich unsere Mannschaft auch ein bisschen voranbringen. Auch meinen eigenen Pro, auch die Mannschaft an sich. Denn es gibt sicherlich demnächst auch wieder ein kleines Duell zwischen mir und Jan, beziehungsweise zwischen meiner Community, also ein Team von meinen Abonnenten, gegen das Team von Jans Abonnenten, also FC Mike Army versus Abgezockt. Und deswegen ist es immer wieder schön, wenn wir auch mal hier ein bisschen einfach eine Runde zocken, ein bisschen üben, ein bisschen Spaß haben, was auch immer. Falls ihr Bock habt und mich unterstützen wollt, könnt ihr natürlich gerne ein kostenloses Abo dalassen, sowie einen Like. Ja, oder falls ihr mich noch krasser unterstützen wollt, könnt ihr Mitglied werden auf meinem Kanal. Da gibt es sogar eine Mitgliedschaft für 1,99 nur. Da habt ihr auch schon ein paar coole Vorteile. Gibt aber auch Mitgliedschaften, wo ihr mich noch besser unterstützen könnt. Also mit 9,99 oder sowas. Oder ihr spendet einfach einen beliebigen Betrag, den ihr wollt. Das ist auch in der Videobeschreibung verlinkt. Ihr seht es ja hier sogar rechts unten. Einen kleinen Spenden-Counter. Ist lang nichts mehr drauf geflossen. Ich habe auch ewig nicht mehr gestreamt. Aber falls ihr Bock habt, ist das natürlich mega, mega geil. Also ihr habt es bestimmt schon mal im Jahresrückblick gesehen oder gehört, dass mein Kanal aktuell sowieso nicht mehr perfekt läuft. Und ich habe zwei Mitglieder auf meinem Kanal, Joey und Dennis, die mich mit 9,99 mit der besten Mitgliedschaft sogar unterstützen. Und da habe ich auch gesagt, dass sowas hält mich halt einfach
hält meinen Kanal quasi am Leben. Also ich habe ganz, ganz viele Kosten ja auch, auch wenn man es mir nicht glaubt. Aber es muss immer irgendwas verbessert werden, getan werden. Viel Arbeit steckt da sowieso drin. Und zum Beispiel das jetzt, dass irgendwie die Kamera laggt. Da werde ich mir dann, werde ich mich schlau machen, werde da vielleicht technikmäßig irgendwas verbessern, werde da auch natürlich Zeit reinstecken, dass ich das irgendwie vielleicht auch so managen kann, irgendwie und dies und jenes. Und so eine Unterstützung ist natürlich immer mega geil. Ja, wollte ich einfach nur mal dazu gesagt haben. Merch könnt ihr natürlich auch kaufen, ne? Rechts oben beim i verlinkt. Den Insider-Merch. Absolut verrückt. Aber davon bekomme ich nicht viel Geld. Das ist einfach nur eine coole Aktion gewesen für Leute, die diesen Insider-Merch haben wollen. Aber der hält mich definitiv nicht am Leben. Oder da war auch nie dafür gedacht. Hätten wir das schon anders aufziehen müssen. Naja, nichtsdestotrotz, habe ich ja schon vorhin angekündigt, ist Cam ist wieder aus. Ja, habe ich mit Absicht gemacht. Also die Kamera laggt ja die ganze Zeit. Ah, 2-0. Ja, gut, da kannst du als Torwart kannst du nichts machen. Wenn er da steht, da kannst du absolut nichts mehr machen. Die laggt, wie gesagt, wenn Gameplay nebenbei läuft, irgendwie komisch, aber es ist halt so. Und deswegen mache ich sie während den Spielen jetzt immer aus.